Wir sind ein kleines Royal Château Hotel im Herzen von Liechtenstein. In Liechtenstein treffen wirklich das Beste von zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite ist es das Internationale, was Liechtenstein sehr bekannt macht, und auf der anderen Seite ist es die absolute Ruhe. Eine Oase mitten in den Alpen, im Herzen von Europa. Und ich glaube, das macht uns so sehr, sehr speziell. Meine Eltern haben den Sonnenhof gekauft als Pension 1962. Und haben diesen zu einem Hotel umgebaut und führen es seit dieser Zeit. Und ich bin seit 19 Jahren dabei. Unser Prinzip, wir wollen unseren Gästen noch was zu allem dem bieten, was wir sonst schon sind als Kleinheit des Hotels. Wir wollen ihnen ein Erlebnis bieten, auch in den Zimmern. Das heißt, wir haben verschiedene Erlebniswelten kreiert. Bei uns ist kein Zimmer gleich das dem anderen. Und bei uns kann der Gast quasi auswählen, wenn er kommt oder im Vorhinein schon, welches Zimmer das er haben möchte, welche Stilrichtung er wohnen möchte. Und das ist doch einzigartig weit und breit. Wir haben das Glück, hier unser Hotel in so einer schönen Lage präsentieren zu können. Umgeben von Bergen, von Weinbergen, in absoluter Natur, in der Ruhe. In der Nähe des Waldes, und das ist schon etwas ganz Spezielles. Eins unserer ganz speziellen Sachen im Hotel ist die Küche, weil ich mich persönlich darum kümmere, mit frischen Produkten arbeiten und so unserem Gast etwas wirklich Einzigartiges biete. Absolutes Glück ist natürlich die Lage mit dem wunderschönen Ausblick über das Rheintal, Schloss Vaduz und vor allem die Ruhe. Die Ruhe, wenn man am Morgen aufsteht, auf die Berge schaut und die ganze Natur aufsaugen kann. Das ist unser Herzstück. Mhm.